Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich komme rein. Was ist das? Nein! Hilfe! Hilfe! Hi Sascha. Hey Ulrich. Heute wird wieder ausgelost, wer es gegen die Hexe versuchen muss. Ja, ich weiß. Also hast du gehört, der Sohn von Frank wurde gestern Nacht von der Hexe getötet? Nein, habe ich doch nicht gehört. Wo ist Frank nochmal? Da hinten? Ja? Okay, danke. Hey Frank, was passiert? Ah, hi. Ja, die Hexe hat meinen Sohn gestern hinterhältig getötet. Er war bei ihrem Turm und hat nicht gewusst, dass die Hexe dort haust. Mein herzliches Beileid, Frank. Wir sehen uns wieder. Jo, Leute. Ich bin nochmal weg, ne? Hoffen wir mal, dass wir nicht ausgelost werden. Ciao. Hallo? Sie wurden dieses Jahr vom Königreich ausgelost, die Hexe zu jagen. Wenn du dich weigerst, wirst du getötet. Nein. Ich bin dieses Jahr dran. Es steht da. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso ich? Das ist doch scheiße. Ich werde sterben. Ich will nicht mehr. Ah, hey Leute. Hey Ulrich. Was los? Wie ihr es mitbekommen habt, bin ich derjenige, der die Hexe töten muss. Das ist echt blöd gelaufen. Wie soll ich es alleine schaffen? Wir haben noch gar keine Chance, beziehungsweise ich. Wie wär's, wenn wir mitkommen? Nein, kommt nicht auf die Idee. Was sollten wir schon groß anrichten? Nein. Wie wär's, wenn wir zum schwarzen Drachen laufen und ihn auf unsere Seite ziehen, um die Hexe zu töten? Der Drache? Ja, genau. Seid ihr sicher? Zusammen schaffen wir das. Ja, wir werden den Drachen finden. Okay. Aber wir müssen uns ausrüsten. Wie wär's, wenn wir jetzt gleich zu mir nach Hause laufen und ich die letzten Sachen zusammensuche und wir uns alle ausrüsten, um gemeinsam die Hexe zu töten? Wir werden mental stark sein. Wir werden körperlich stark sein. Und unser Equip wird uns stark, noch stärker machen. Wir werden zum König gehen und ihm Bescheid sagen, dass wir vier uns auf den Weg machen, den Drachen zu finden, um mit ihm die Hexe zu töten. Viel Glück auf eurer Reise. Hoffentlich könnt ihr die Hexe töten. Wir verneigten uns und begonnen unsere Reise. Es wird ein weiter Weg sein. Viele Gefahren werden auftauchen.
Doch wir haben nur ein Ziel vor unseren Augen. Den Drachen zu finden. Und damit mit ihm die Hexe zu töten. Auf dem Weg werden wir uns natürlich immer wieder Beute suchen, damit wir nicht verhungern. Wasser trinken, damit wir nicht verdursten. Doch, als wir den Fluss überquerten, waren wir nur noch zu dritt. Einer ist gestorben. Doch, wir gingen weiter. Nachts wurde es gefährlich. Kreaturen verfolgten uns. Doch wir konnten entkommen. Pass auf! Nein! Hinterher! Nein! Nein! Nicht noch einer! Doch, wir waren fast am Ziel. Wir waren an der Höhle des schwarzen Drachen. Wer seid ihr? Ich bin's Ulrich und das ist mein Freund Felix. Wir brauchen sie, um die Hexe zu vernichten. Wieso sollte ich euch helfen? Wir bieten ihnen 1000 Schweine an und Dankbarkeit bis zur Ewigkeit. In Ordnung. Ihr könntet meiner Unterstützung rechnen, Sterbliche. Wir machten uns auf den Weg zurück. Mit Felix stellten wir eine Falle. Er sollte die Hexe rauslocken und sie verwundbar machen. Ah, schnell! Und dann kamen wir und vernichteten sie. Sie ist tot. Wir bekamen vom König ewige Dankbarkeit und wurden zu Rittern ernannt. Doch eins ist in unseren Köpfen geblieben, nämlich zwei ganz besondere Freunde sind bei der Rettung der Stadt umgekommen. Ruhe in Frieden, Johannes und Michael.